der letzten Folge. Geh weiter! Haben Sie vielleicht Interesse? Ich bin doch mit den Nazis da drüben. Du bist ein typischer Rattenfänger. Der gleiche Rattenfänger, wie wir es jetzt seit Jahren auch schon sehen. Sieh mal eine, Ketzer. Wohin? Der Basis, wie ich dir jetzt gerade als Mensch begegne, würde es so gehen? So würde es gehen natürlich, wenn der Kontext ein anderer wäre. Und damit willkommen zurück auf Ketzer der Neuzeit mitten in Berlin. Heute, der 3.8., ein historischer Tag, könnte man sagen. Damals die Querdenken-Demo in Corona-Zeiten, die haben wir alle auf dem Schirm. Und heute sind sie wieder da. Da vorne ist die Bühne, noch ist der Marsch nicht hier angekommen. Das heißt, wir werden jetzt die Schritte sammeln und in Richtung des Protests laufen. Ich denke mal, wir werden den ein oder anderen Gegenprotest finden. Die sind heute auch angemeldet. Und damit viel Spaß beim Video. Und wie wir in der letzten Folge gesehen haben, trafen wir in der Tat auf einen gewohnt sympathischen Anti-Querdenken-Protest. Nun, glaubt es mir oder nicht, aber das darauffolgende zweite Aufeinandertreffen mit der sogenannten Antifa verlief entgegen aller Wahrscheinlichkeit anders als erwartet. Und genau diese zweite Konfrontation schauen wir uns in dieser zweiten Folge an. Aber erst einmal rein in die Querdenken-Demo. Ja, Freunde, also es ist wirklich gefährlich hier. Ich mache mir tatsächlich Sorgen um meine körperliche Sicherheit. Hier sind so viele Extremisten, das ist unangenehm. Hi. Ja, wir sind vom Spiegel TV. Wir sind Ketzer der Neuzeit, heißen wir auf YouTube. Ja, okay. Genau. Es ist so friedlich, es ist fast langweilig. Nein. Genau das ist meine Kritik. Immer wenn Ausfälle sind, immer wenn Patzer geschehen. Dann ist die Kamera an. Dann ist die Kamera an und genau das wird beobachtet. Ja, genau darüber wird berichtet. Und wir sind friedlich und dieser Frieden muss rüberkommen. Und zwar friedlich. Ich widerspreche total. Ja. Das ist spannend. Wir können Frieden machen. Wir sind ein Teil und bringen das Gesellschaften nach heute hierher. Ja, und das muss rüberkommen. Alles andere ist nicht von uns, sondern ist von außen hier eingeführt, eingetragen, infiltriert, unterwandert. Diese Botschaft müssen wir nach außen bringen. Und jetzt zu dem Moment, auf den wir alle gewartet haben. Zurück zum Gegenprotest. Also man kann nicht sagen, dass die Jungs heutzutage kein Testosteron mehr haben. Also der ist nicht älter als 14 und geht hier gut ab, muss man sagen. Entschuldigung, darf ich fragen, wie alt du bist? Ziemlich mutig und laut für dein Alter. Schöne Frisur hast du auch, sieht glatt rechtsradikal aus. Deine Augenfarbe ist auch nicht ganz koscher. Wurde mir zumindest gesagt. Hat mir jemand gesagt, ich bin blond und blauäugig und das wäre ein Problem, wenn ich so agiere, wie ich agiere. Aber ich will gar nicht. Blond und blauäugig. Ne? Das ist sozusagen ein Problem. Was? Das ist sozusagen ein Problem, blond und blauäugig zu sein. Wenn man so auftritt wie Sie, dann ja. Was? Ein Problem, weil du Fascho bist. Warum bin ich ein Fascho? Also, da gibt es jetzt keine Argumente, warum du glaubst, dass ich ein Fascho bin. Gut. Eure Mission ist weiterhin, mich sozusagen zu blockieren. Ja, genau. Okay. Funktioniert auf jeden Fall. Ja, wir sind motiviert. Ja, ich sehe es. Ja, manchmal richtig Volumen da drin. Nazis raus! Aber heute sind wir alle ein bisschen von der Hitze müde. Das ist der Klimawandel. Jetzt hat sie auch genug. Lassen wir erstmal rechts vor links hier vor. Rechts vor links darf man auch nicht sagen, das ist nicht gut. Eine kurze Erklärung, bevor es jetzt zur Sache geht. In der Regel schneiden wir die Gespräche inhaltlich aufs Wesentliche herunter, um euch kurzweilige, aber dennoch faire Einblicke zu geben. Das folgende Gespräch aber hatte von Natur aus so einen interessanten Spannungsbogen, dass wir uns dazu entschieden haben, es komplett ungeschnitten zu veröffentlichen. Das machen wir sonst übrigens nur bei Patreon. Der ist überhaupt nicht dumm, der weiß genau, was er macht. Der weiß genau, was er macht. Ich halte einfach nur mein Mikrofon zu euch, ihr macht den Rest. Ganz genau. Es muss gar nicht so viel können, tatsächlich. Du verdienst ja genau richtig und deswegen machst du es auch. Du verdienst dein Geld damit. Und ja, er hat recht. Wir von Ketzer der Neuzeit verdienen Geld durch unsere Arbeit. Aber nicht durch die GEZ, wie zum Beispiel das Y-Kollektiv oder durch große Werbedeals wie 99% der anderen YouTuber, sondern allem voran durch eure freiwillige Unterstützung. Über den ersten Link in den Kommentaren kommt ihr auf Ko-fi. Da könnt ihr uns nämlich bei unserem aktuellen Spendenziel für neues Equipment aushelfen und mit uns zusammen ein aktiver Teil im Kampf um die Meinungsfreiheit sein. Und damit zurück ins Gefecht. Deswegen machst du es auch, du verdienst dein Geld damit. Das mache ich. Die Leute manipulierst. Inwiefern manipuliere ich Menschen, wenn ich einfach nur zeige, was ihr hier für Zeug erzählt? Ja, ich meine, du bist zum 5., 6. Mal jetzt schon hier, kommst immer wieder hierher, versuchst immer Videoclips zu produzieren. Vielleicht rede ich auch mal mit jemand anderen, außer mit euch beiden und jemand, der vielleicht Argumente hat. Wieso bist du denn dann nicht bei den anderen? Die geben dir doch bestimmt viel mehr Argumente, die wollen doch bestimmt viel lieber mit dir reden. Die haben doch ganz viele Argumente, die du da zeigen kannst. Aber ich lieb's, mit Menschen zu reden, die eine andere Meinung haben.
Ja, ich meine, auf jeden Fall. Es wäre schön, wenn es so funktionieren würde, wäre es wundervoll. Ich würde gerne mit euch so sprechen. Kurz davor. Also du hast dich schon beruhigt, ich bin ruhig. Wir sind gerade kurz davor, ein normales Gespräch zu führen. Nein. Wir wissen, den Kontext kennen wir ganz genau. Du bist hier, um aufzuhetzen. Das wissen wir. Wie mache ich das? Wie schaffe ich das? Indem du einfach selbst den Kontext setzt. Genau das, was du vorhin gemacht hast mit der Rattenfängerei. Das hast du so clever gemacht. Du hast mich Rattenfänger genannt. Und darauf habe ich geantwortet. Weil du die Menschen manipulierst. Wie mache ich das? Ich wiederhole mich. Wie manipuliere ich Menschen? Das kommt, indem du dich einfach so präsentierst, wie du das präsentieren möchtest. Es gibt 1000 Menschen wie dich. Ich habe das gesehen seit Jahren auf Telegram. Die Menschen werden halt leider von Menschen wie dir einfach verarscht. Und ihr zeigt mit dem Finger auf uns und sagt, wir sind die Schlafschafe. Und dann lassen die Menschen von euch verarschen. Und das macht mich traurig. Weil die Menschen haben Angst und die Menschen haben Sorgen da draußen. Und auch Menschen da haben Ehrlichkeit. Geh ich mit. Da haben wir dieselbe Meinung in dem Fall. Beide Seiten haben Angst vor der Zukunft. Das ist wunderbar, genau richtig. Genau, ja. Dann verbreitest du auf deinem Kanal wieder transfeindliche Sprüche, Alter. Wann mache ich den Menschen Angst vor Transmenschen? Oder wie mache ich das? Fragen stellen kannst du dann auch immer gut, ne? Fragen stellen kannst du dann immer. Bleibt mir anderes übrig. Ihr macht ja irgendwelche Thesen und ich verstehe sie nicht. Also ich sehe keine Argumente für das, was ihr mir vorwirft. Deswegen frage ich nach. Mit Menschlichkeit und solidarisch. Du machst es sehr professionell. Du weißt, was du machst, Bruder. Du bist keiner. Du bist wirklich nicht schwer. Rumlaufen und du könntest das auch machen. Ja, aber ich habe eine Moral im Leib, Bruder. Es tut mir leid. Die Moral sagt, mit den politischen Feinden reden wir nicht. Die müssen wir beschreien und. Ich würde so gerne. Wir reden ja gerade. Du machst es gut. Ich würde so. Du machst es gerade. Das ist richtig gut. Ja. Ja, das ist wunderbar, aber ich meine, in diesem Kontext macht das keinen Sinn. In diesem Kontext macht das einfach keinen Sinn. Wir können auf einen Podcast treffen. Auf einen Podcast treffen? Ja, warum nicht? Darauf lasse ich mich nicht ein. Außerdem bin ich Live-Podcast. Ja, also ich bin hier für die Organisation zuständig und ich werde ganz bestimmt keine Interviewangebote annehmen. Ich unterhalte. Du hast gerade gesagt, du würdest super gerne mit den politischen Gegnern, Anführungsstrichen, reden. Ja, absolut. Aber das wird auf jeden Fall nicht hier geklärt. Wenn du mir irgendwann mal als Privatperson auf der Straße begegnest, das ist ein anderes Thema. Das ist meine E-Mail-Adresse. Ich melde mich per Mail. Nein. Dann nicht. Gut. Aber unter den Umständen wie jetzt, finde ich, konnte man schon viel besser reden als noch vor 5 Minuten, wo es nur, hey, Film nicht und... Wunderbar, aber das Problem ist halt einfach, dass ich seit Jahren beobachte, was da passiert und ich sehe ganz genau, was halt einfach da, wie die Menschen diese Organisationen ausnutzen und einfach die Menschen, die Angst haben und die dann mitlaufen und die sich dann einfach verarschen lassen mit Sachen wie, der Klimawandel ist geleugnet und das stimmt alles nicht. Das ist eben das Problem, dass das halt einfach Geld macht und so leid es mir tut, Bruder, ich kenne dich nicht, aber ich gehe stark davon aus, weil du sehr professionell bist. Du hast eine Kamera, du hast den perfekten Haarschnitt, du weißt ganz genau, was du machst. So. Und ich meine, das ist deine Karriere jetzt, die du dir versuchst aufzubauen, indem du halt da eben dir das in den Kontext setzt, wie du das möchtest. Ich würde gerne als Gesellschaft mit euch allen existieren, aber auf dieser Basis geht das nicht. Auf der Basis, wie ich dir jetzt gerade als Mensch begegne, würde es so gehen? So würde es gehen natürlich, wenn der Kontext ein anderer wäre. Du gibst ihm nur Content und er verdreht das am Ende wieder. Guter Content, weil es hier zeigt, dass man sich nicht hassen muss. Ich werde genau reinschneiden, wie er mir gerade die Hand gegeben hat, als wir gesagt haben, hey, so wie wir jetzt gerade miteinander reden, das ist cool. Deswegen ist er hier nicht willkommen. Bist du hier nicht willkommen, weil wir genau wissen, dass du ein unehrlicher Akteur bist. Böser Kopf, guter Kopf macht ihr jetzt hier mit mir, Leute. Richtig, ja. Ich fand's cool, wie wir gerade miteinander sprechen können und sagen können. Das ist wundervoll. Der Content, den ich jetzt hier gerade habe, ist, du bist hier auf der Seite, ich bin auf der Seite und wir hassen uns nicht gegenseitig. Ich sehe es an deinen Augen. Wir hassen uns nicht und wir reden miteinander. Und das ist schon so viel wert in dieser Zeit. Ich muss tatsächlich sagen, das ist clever, ja. Du hast ein cleveres Schema, du versuchst nämlich so ein bisschen dazwischen zu stehen so, und auf der Basis zu agieren. Sehr, sehr clever. Also es ist moralisch nicht schön, aber bitte. Ich mach's genau, weil ich glaube, dass es moralisch der richtige Weg ist. Ja, dann bitte, mach das weiter. Ich meine, du darfst ja offensichtlich hier sein. Dementsprechend ist ja alles wunderbar. Du darfst auch da sein. Nicht auf die Demo, genau nicht. Hab ich nicht vor. Wir können gerne hier so reden. Ja. Mehr habe ich mir dazu zu sagen. Ich meine, ich würde vorschlagen, vielleicht suchst du dir auch demnächst nochmal andere Leute, die quatschen möchten. Willst du nichts zwingen? Aber ich bitte hier, sei so gut und bleib bitte von der Demo weg, weil wir wissen beide, was los ist. Und ich würde mir wünschen, es wäre anders, aber wir wissen, was los ist. Also, ich finde, wir konnten gerade herausfinden, was los ist. Wir hassen uns nicht und wir können miteinander reden. Amen. All people going round.